Hallo, wir sind SDP und das ist ein ganz gewöhnlicher Videodreh hier mit BDX. Darum sehen wir auch so aus. Genau, und jetzt geht's los. Behind the scenes von unserem größten Musikvideodreh ever. Wir werden eine College-Rock-Szene nachstellen und ihr seid live dabei. Let's go. Weg hier, ey. Du nervst die ganze Zeit, du nervst, Alter. Die ganze Zeit stehst du hier nur im Weg rum, Alter. Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video und heute nehmen wir euch mit hinter die Kulissen. Ich kenne den Vincent von SDP schon sehr, sehr lange. Wir haben uns 2016 beim Cherry Beach Festival in der Lausitz kennengelernt. Da habe ich ein paar coole Fotos gemacht und dann saßen wir danach im Backstage zusammen, haben uns gut unterhalten. Dann war irgendwie 3 Jahre Funkstille und letztes Jahr haben wir uns getroffen. Er sagt so, ey Benny, lass uns mal zusammensetzen, wir machen ein neues Album, habt ihr Bock dabei zu sein? Wir saßen dann zusammen und haben gemerkt, ey, das matcht voll gut. Haben ein paar kleinere Projekte zusammen umgesetzt, für Capital Bra ein paar Fotos geshootet, für die Ärzte war es mit SDP zusammen. Und jetzt würde ich sagen, ist das große Highlight, das Grand Finale, der größte Musikvideodreh, den wir jemals gemacht haben, zu dem neuen Track Du hast gehofft. Das ist die erste Single vom neuen Album und es ist eine Hommage an die Fans im College Rockstar. Ihr seht dahinter schon die Bühne und wir werden hier mit vielen Komparsen drehen. Eine ganze Menge wird passieren und jetzt geht's los. Jungs, wir müssen reden. 2 Jahre Pandemie. Lockdown. Keine Konzerte, keine Kohle. Und was kommt von euch? Naja, es kommt jetzt ja unser neues Album. Wir hatten ja gehofft, dass... Gehofft? Mit dem neuen Album. Ja, gehofft. Wisst ihr, was die Leute da draußen hoffen? Ja. Die wollen euch am liebsten tot sehen. Oh, ihr macht mal du hast so ein kleines Ding gehabt dann, oder? Ich wundere mich schon, dass ihr so lustige, gute Laune-Sachen einfach so macht. So, wegen der Stimmung, aber nee, ist natürlich eine Performance. Der Haarschnitt ist besonders krass gut und darum wollte ich mir das nochmal anschauen. Leute, verpisst euch, ich kann jetzt nicht mehr so auf gute Laune machen, okay? Max, kommt so. Sehr geil heute mit dem Kran, für uns auch neue Technik, aber super, super gute Schüsse. Max ist der Beste, Max ist der Allerbeste. Der Allerbeste. Keiner ist so gut wie Max. Und wir werden heute, glaube ich, sehr viele witzige Szenen drehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir sogar im Zeitplan bleiben. Haben ein sehr geiles Set. Licht sieht sehr schön aus. Die Leute sind hoffentlich gut drauf. Ja, ich freue mich. Wir befinden uns hier beim Videodreh zu unserer ersten neuen Single-Videoauskopplung vom neuen bald irgendwann. Speziell, darf ich das schon sagen? Weiß ich gar nicht. Ein Album, was erscheinen wird. Man munkelt. Dafür drehen wir heute hier ein Video. Wir hatten ja nur 2 Jahre Zeit, um eigentlich ein Musikvideo zu drehen, damit es wieder losgeht mit unserem neuen Album, aber jetzt ist dann doch am Ende immer hektisch. Wir freuen uns, die richtig hart runterzumachen. Ja, richtig auszubuhen, richtig fertig zu machen. Aber es ist schon kalt. Wenn man sich dann bewegt, dann ja. Ist es optimistisch. Wir machen uns sehr warme Gedanken. Ja. Du hast gehofft, dass wir von der Lawine begraben werden. Du hast gehofft, dass wir an einer seltenen Krankheit sterben. Du hast gehofft, dass wir von einem Laster überfahren werden. Du hast gehofft, dass wir in einem Loch krepieren. Doch wir sind wieder hier. Also ich denke, es ist schon ziemlich geil. Also wir schauen vor allem, dass es jetzt auch technisch passt. Ja, dass alles scharf ist, dass das Framing gut ist. Das Licht hat uns sehr, sehr gut in die Karten gespielt. Wir hatten von hinten ein krasses Gegenlicht. Das war wirklich sehr, sehr besonders. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden im ersten Teil. Check this out! Die Komparsen haben ja wirklich alles Mögliche geworfen. Sei es Tomaten, sei es Sellerie, Möhren, Pappbecher, Bierduschen gab es. Es wurde sogar ein Penis geworfen. Also wirklich eine ganze Menge Sachen flogen da durch die Luft. Wir sind keine Band, wir sind eine Verschwörung. Du kommst vom Konzert mit posttraumatischer Störung. Du hast gehofft, dass wir von der Lawine begraben werden. Die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben, sind mega krass ausgerastet und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn hier sind heute 4 Grad in der Halle und da muss man sich schon ordentlich bewegen, dass man da auch ordentlich warm wird.
sofort kam jemand und hat mir meine Jacke gebracht. Sowas ist nicht selbstverständlich. Aber ihr braucht ja nicht glauben, dass Vincent mir meine Jacke zum Beispiel bringen würde. Ach, nee, es macht. Macht über Bock, ist wirklich cool. Also nach so langer Zeit gerne Konzerte. Zum Tag 2 vom SDP Musikvideodreh und heute geht es um scharfe Waffen und Feuer. Wir haben einen großen Teil schon gedreht, gestern der Performance-Szene, ne, diese College-Rock-Szene, und heute geht es nochmal darum, ein paar Sachen zu bebildern. Wir planen das so, also wie so eine Art Bilderserie von zum Beispiel, wie die beiden als Leichen sind, wie die beiden sich bewegen, wie die erschossen werden und so weiter. Das heißt, das werden wir mit Bildern machen. Wir werden jetzt die potenziellen Leichen, die hier in diesem Sack drin sind, verbrennen. Erst übergießen mit Spiritus und dann werden die angezündet. Ich hoffe, das fackelt gut. Du kriegst meine Drogen und meine 40 Euro. Das tut mir so leid. Komm, meine Kleider kriegst du auch. Hallo? Ja, es geht um viel Geld. Ja, es geht um Geld. Um viel Geld, ja. Mhm. Bitte, bitte beim nächsten Mal nicht mehr auf meinem Geldbündel anrufen, ja? Danke, ciao. Oder übergossen werden mit Spiritus oder überfahren werden von einem Linienbus. Ich wünsch dir einen Tinnitus. Sag mal kurz, welchen Part ihr jetzt hier dreht? Wir drehen meine Strophe für den Song, du hast gehofft. Zweiter Drehtag neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise dem großen Highlight, denn das ist hier das zweite Setting, das hat unser Oberbeleuchter Vincent gebaut. Ein topisches Terra-Setup. Aus 16 Lampen, die hängen senkrecht von den Traversen und die werden wir dann noch hochfahren. Und zwischen den einzelnen Lampen wird der Duck dann performen für seinen Solo-Part. Ja, das wird ziemlich nice. Kommen verschiedene Effekte drauf und bin dann gespannt, wie es ausschaut. Das ist die letzte große Szene. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. I'd like to take this chance to apologize. Check this out. Konnichiwa und Abracadabra. Übertrieben verkatert, aber Stadler. Immer Kippe auf der Lippe wie Sinatra. Wir sind gute Mucke, ihm sein Vater. Immer heim wie der Orbit. Sorry, Mann, ich bin ein gutes, schlechtes Vorbild. Kein Plan, warum sie uns genial finden. Das ist kein Lied, das ist die neue Nationalhymne. Du hast gehofft, doch wer hat dich gefragt? Es kann nur einen geben, Vince und da. Wir sind nicht eingebildet und es gibt es wirklich. Andere Bands sind abgebrannt wie Deutschland 45. Wir sind deine Lieblingsband von morgen und das hier. Ein langer Tag geht zu Ende, beziehungsweise zwei lange Tage. Wir haben am Montag angefangen aufzubauen, oder die Jungs haben angefangen aufzubauen. Dann war gestern großer Drehtag, heute großer Drehtag, siehst du, ich kann schon gar nicht mehr ganz sprechen. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das Video ist jetzt draußen. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Und vielen Dank, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, checkt mal den Kanal aus, lasst ein Follow da. Und bis ganz bald. Ciao, ciao. So, liebe Kinder, dann jetzt nochmal Schluss mit Fernsehen. Und heiß auch mal abschalten, ne?